Das Impericon Festival in Leipzig ist ein eintägiges Metal- und Hardcore-Event in der Leipziger Messe. Bis zu 11.000 Moshpit-Patrioten kommen hier zusammen, um sich die Spinnweben vom Winter aus den Ohren schreien zu lassen, Crowd zu surfen und gepflegt die Glieder zu schütteln. Das Event ist eines von aktuell 6 Impericon Festivals, welche in verschiedenen Städten im Dachraum stattfinden, weshalb man diese auch als europäische Warp Tour bezeichnen kann. Warum die Leipziger Ausgabe das Flaggschiff der Impericon Festival Reihe ist und alles, was ihr sonst über die Veranstaltung wissen müsst, erfahrt ihr in dieser Review. Impericon ist eines der größten deutschen Merchandise- und Streetwear-Versandunternehmen. 2004 unter dem Namen Imperial Clothing gegründet, wurde das Unternehmen 2011 in Impericon umbenannt. Bereits seit 2007 gibt es die Never Say Die Tour, was prinzipiell der kleine Bruder vom Impericon Festival ist. 2011 startete die Impericon Festival Reihe in Leipzig, wo das Unternehmen auch seinen Hauptsitz hat. Angefangen hat es damals im Werk 2, ein Jahr später wurde es auf dem Agra Messegelände in Leipzig ausgetragen und ist jetzt in der Halle 1 der Leipziger Messe beheimatet. Ab 2013 kamen weitere Städte zur Festivalreihe hinzu. Erst Wien, dann Köln, jetzt Oberhausen, 2015 Zürich, sodass das Festival aktuell an 6 Standorten im Dachraum stattfindet. Dabei zieht es von Stadt zu Stadt mit ähnlichen bis gleichen Lineups, woher auch der Ruf als europäische Warp-Tour kommt. Von 2020 bis 2022 konnte hier nicht gemoscht werden. 2014 markierte also die 11. Ausgabe des Leipziger Impericon Festivals. Die Austragung der Festivals richtet sich nach Ostern. Traditionell finden also alle diese Festivals Ende März, Anfang April statt, wobei die Leipziger Ausgabe in der Regel auf den Ostersamstag fällt. Bevor ich es vergesse, moscht mal bitte auf den Like-Button, das hilft uns sehr gegen den YouTube-Algorithmus. Vielen Dank. Lokalisiert ist das Festival wie gesagt drinnen, was im April mit ungewissem Wetter sehr nice ist. Draußen findet ihr lediglich die Bändchenausgabe, welche sich neben dem Glasbau befindet. Da holt ihr euch euer Stoffbändchen und begebt euch in die Halle. Im Erdgeschoss, wo ihr reinkommt, findet ihr die Garderobe. Um in die Halle zu kommen, geht's die Treppe hoch. Dort findet ihr 2 Bühnen, die nebeneinander stehen. Hinten eine Tribüne mit reichlich Sitzgelegenheiten. Toiletten gibt's jeweils an den Seiten und auch unten gibt's extra nochmal welche. Zudem gibt es einen Außenbereich für Raucher mit diversen Essensständen und einer Karaoke-Bühne. Und das ist eigentlich auch schon der grobe Überblick. Es ist ziemlich schwer, hier lost zu gehen. Camping gibt's hier logischerweise nicht, denn es ist ein Tagesfestival. Also sucht euch einen Schlafplatz im Hotel oder bei irgendwelchen Freunden, die in der Stadt wohnen, beziehungsweise fahrt abends einfach wieder nach Hause, aber don't drink and drive. An- und Abreise mit dem Zug ist sehr einfach möglich. Es gibt sowohl eine Tram-Haltestelle in direkter Nähe, als auch eine Haltestelle für die Regio-Züge. Also man kann super mit dem Zug anreisen. Für alle, die mit dem Auto kommen, gibt es natürlich auch reichlich Parkplätze vor Ort, welche ihr gegen eine Gebühr nutzen dürft. Auf dem Parkplatz lebt auch das Festival-Feeling. Hier wird gegrillt, Flunkyball gespielt und so weiter. Dieser befindet sich ca. 5 Minuten von der Halle entfernt und kostet 8 bis 10 Euro. Man darf mit seinem Bändchen jederzeit rein und raus, also ihr könnt gepflegt einen Zwischenstopp am Auto einlegen oder vor der Halle am Wasserbecken chillen, wenn das Wetter geil ist. So könnt ihr auch das frisch erworbene Merch zum Auto bringen und müsst ihr nicht den ganzen Tag mit euch rumschleppen. Es ist ein Festival von einem Merch-Unternehmen. Klar gibt's ja haufenweise Kram zu kaufen. Impericon leert gefühlt das Lager einmal aus. Auf der kompletten linken Seite in der Halle gibt es Merch-Stände, viel Auswahl aller spielenden Bands plus ein extra Impericon-Stand mit Surprise-Shirt und anderen Aktionen. Zudem gab es noch ein Tattoo-Zelt und einen Fotostand. Für die Tattoos gab's früh schon eine lange Schlange. Ich glaube, es mussten Nummern gezogen werden. Das war halt auch innerhalb der ersten halben Stunde ausverkauft. Ist aber die ideale Gelegenheit, sich ein Souvenir, Bandlogos oder Unterschriften tätowieren zu lassen, die man sich bei der Signing Session abholen kann. Hier ist es über den Tag verteilt möglich, eure Lieblingsbands zu treffen und euch Autogramme abzuholen. Allerdings darf man mit den Bands keine Bilder machen, weil sich sonst die riesige Schlange nicht bewegt und es soll ja auch jeder drankommen. Wann die Signing Sessions stattfinden, das erfahrt ihr an den Säulen, die in der Halle verteilt sind, genauso wie die Timetable und alle weiteren Infos. Das ist eigentlich sehr übersichtlich. Sonst muss ich sagen, wirkte die Halle recht leer.
Es könnten meiner Meinung nach noch ein paar Stände mehr sein, ein bisschen mehr Angebote neben der Musik. Das würde den Festivalcharakter steigern, aber dafür ist scheinbar eher der Außenbereich vorgesehen. Dort gibt es die ganzen Essensstände und ja, es gibt auch veganes Essen und das ist auch sehr lecker. Zudem findet ihr dort eine Karaoke-Bühne mit Liveband von Radio Bob gesponsert. Wie ich finde, eine sehr schöne Angelegenheit, super Idee, einen Karaoke mit einer Liveband zu veranstalten. Und da war auch immer gut was los, waren auch talentierte Leute am Start. Designierte Wasserstellen gab es nicht, aber man kann sich ja einfach einen Schluck Wasser von den Toiletten holen. Die sind relativ reichlich vorhanden, also ich habe da jetzt keine riesigen Schlangen gesehen, zumindest keine Warteschlangen. Das ganze Gelände ist auch barrierefrei. Es gibt einen Fahrstuhl, der euch vom Erdgeschoss in die Halle und zurückbringen kann. Und zwischen den Tribünen gibt es auch noch ein Rolli-Podest. Das ist zwar relativ weit hinten, aber dafür mittig, also man hat einen guten Blick auf beide Bühnen. Es ist alles ebenerdig, alles barrierefrei. Ist eine tolle Sache, um auch als Rollifahrer richtig abzurocken. Gestaltung ist hier relativ wenig vorhanden. Die Bühnen sind entsprechend auf die Impericon Festivals gebrandet. Ansonsten gibt es wenig gestalterische Elemente. Es ist also eine relativ blanke Messehalle, aber stört jetzt auch nicht weiter. Regeln auf dem Infield gibt es neben den typischen Konzertregelungen eigentlich kaum. Ihr dürft die Becher, die ihr drin gekauft habt und mit rausgenommen habt, wieder mit reinnehmen. Die müssen dann aber leer sein. Also ihr könnt euch nicht drin ein Bier holen, vor der Halle ein rauchen gehen und das Bier wieder mit reinnehmen. Das muss dann schon geäxt werden. Sonst natürlich keine großen und sperrigen Gegenstände. Die Orga hier wirkte ansonsten sehr routiniert, lief ziemlich reibungslos durch. Es machte alles einen sehr professionellen Eindruck. Crowdmanagement-technisch hat man sich hier für ein offenes Wellenbrechersystem entschieden. Es gibt hier also keine Einbahnstraßenregelungen oder ähnliches. Der Wechsel zwischen den Bühnen ist sehr unkompliziert und hat auch super funktioniert. Im Vorfeld ist die Kommunikation etwas dünn. Ihr findet die meisten Infos auf der Website, aber es gibt jetzt keine detaillierten Informationen zu den einzelnen Festivals. Aber dafür habt ihr ja uns. Auf den Impericon-Festivals ist alles erlaubt, was ballert. Hier ist die Creme de la Creme der Hard- und Metalcore-Szene vertreten. Terror, While She Sleeps und der etwas kontroverse Act As I Lay Dying. Zur früher Stunde gab es auch ein paar Newcomer. Es war hier für jeden was dabei, der auf harte Klänge steht. Viele internationale Acts zeugt auch von einer starken Szene in Deutschland. In der Vergangenheit wurden auch ab und zu mal ein paar Ausreise gebucht, zum Beispiel die Donuts oder ähnliche. Ich finde das gut, dass man da ein bisschen Mut beweist und vielleicht auch mal einen Act bucht, der nicht unbedingt da reinpasst. Bühnen, wie gesagt, gibt es zwei Stück, die stehen direkt nebeneinander und wechseln sich immer ab. Dementsprechend gibt es auch keine Überschneidungen. Ab früh um 10 könnt ihr hier im ersten Moshpit stehen, was ich wild finde. Dann gibt es so 25 bis 30 minütige Sets, was alle 2 bis 3 Bands um 5 Minuten verlängert wird. Selbst der Headliner spielt hier nur eine Stunde. Co-Headliner While She Sleeps haben 55 Minuten gespielt. Das ist im Hardcore-Metalcore ja nicht unüblich, dass die Sets nicht so lang sind, aber 25 Minuten Setlänge zum Anfang des Tages finde ich doch ein bisschen kurz. Dafür eine hohe Quantität und man kann immerhin auch alle Acts in Gänze sehen. Anders als bei einem gewissen anderen Leipziger Festival. Zwischen den Acts hat man immer so 5 Minuten Pause. So kann man entspannt die Bühne wechseln und während auf der einen Bühne gespielt wird, baut die Crew auf der anderen um. Dadurch gibt es einen reibungslosen Ablauf. Ist wirklich gut gemanagt. Love to see it. Frauenanteil ein etwas leidiges Thema, aber es gab schon einige female-fronted Bands. Ich würde also sagen, Flinterpersonen wurden schon repräsentiert. Aber meiner Meinung nach geht da noch ein bisschen mehr. Es war insgesamt schon ein sehr wurstlastiges Line-up. Zu den Stammgästen gehören hier Parkway Drive, The Ghost Inside, Heaven Shall Burn, Stick to Your Guns und viele mehr. Ansonsten gibt es hier wie gesagt alles, was scherbelt auf die Ohren. Ordentlich Geschrei, harte Breaks. Die Stimmung war hier wirklich super, vor allem auf dem Parkplatz. In den Pits geht es hier ordentlich zur Sache. Nasty mussten sogar den letzten Song canceln, weil irgendwer sich wohl verletzt hat. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber seid gewahr, dass es hier keine Kinder-Hüpf-Pits sind, wie auf einem Provinzkonzert. Hier geht's ordentlich zur Sache. Hart, aber fair. Crowdkilling habe ich in dem Sinne nicht gesehen. Auch das spricht für die tolle Community. Wenn ihr hier hinfallt oder wenn sonst irgendwas ist, dann wird euch auch geholfen. Also da muss man sich keine Sorgen machen, aber man sollte sich schon gewiss sein, dass man hier nicht auf den Kindergeburtstag geht. Crowdsurfen ist ja ausdrücklich erwünscht und wurde auch sehr ausführlich praktiziert. Ich fand, es war sehr angenehm von der Füllmenge her. Es war nicht zu voll und nicht zu leer vor den Bühnen. Man muss dazu sagen, dass als ich dort war, das Festival nicht ausverkauft war. Ich habe irgendwas von 8.000 bis 9.000 gehört, mit 2.000 bis 3.000 Leuten mehr
könnte das nochmal ein bisschen eine andere Experience sein. Aber es sollte trotzdem passen, weil in der zweiten und dritten Welle war es doch immer noch sehr luftig. Soundmäßig war es okay, es hallt ein wenig, es ist eben eine Messehalle, aber trotzdem war die Musik von überall sehr gut hörbar und klangtechnisch auch voll in Ordnung. Aktivitäten neben der Musik gab es wie gesagt relativ wenig. Ansonsten konnte man draußen chillen oder mal zum Baumarkt, Globus oder McDonald's gehen. Das ist alles nicht so weit weg. Trotzdem könnte das meiner Meinung nach noch ein bisschen ausgebaut werden. In der Halle gab es schon noch einiges an ungenutzten Platz, aber da die Setlängen der jeweiligen Bands nicht so lang sind, dürfte einem hier eigentlich nicht langweilig werden. Inwieweit sich das alles auf andere Impericon-Festivals übertragen lässt, weiß ich leider nicht genau. Ich war bisher nur hier. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Die Heimatstadt Leipzig kriegt aber von allen Standorten schon immer das dickste Line-Up und es findet am Ostersamstag statt. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass es das liebste Kind von Impericon ist. Irgendwo auch logisch, denn der Unternehmenssitz ist gerade mal 10 Kilometer entfernt. Die Ticketpreise belaufen sich auf ca. 80 bis 90 Euro, je nach Preisstufe. Dafür gibt es aber auch 14 Stunden Programm und die restlichen Preise sind auch voll in Ordnung. 5 Euro das Bier, für einen Kaibi habe ich 7 Euro bezahlt, andere Cocktails 7,50. Auch das Essen gibt es für einen verhältnismäßigen Preis, Handbrot für einen 5er, Langosch mit Apfelmus 4,50. Also alles sehr human, keine Wucherpreise. Wem das alles trotzdem zu teuer sein sollte, entweder geht ihr ans Auto und trinkt dort ein Bier oder wenn ihr Hunger habt, geht ihr zu McDonald's oder Globus. Bezahlt werden konnte hier eigentlich fast überall in Bar und mit Karte, selbst bei der Garderobe. Zusammengefasst ist das Impericon in Leipzig wirklich eine schöne Veranstaltung, sehr besucherfreundlich. Es gibt hier viele gute Bands, von denen man auch alle sehen kann. Durch die Lage in der Stadt ist es sehr gut erreichbar und die Preise stimmen auch. Die Stimmung war super und es ging ordentlich zur Sache. Kritikpunkte, wenn man welche suchen will, 1 bis 2 mehr Stände und Aktivitäten wären schön. Die Akustik ist auch nicht die allergeilste, aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Sonst wirklich ein Top-Event, an dem man eigentlich nicht viel meckern kann. Leipzig hat einfach eine super Szene dafür und das merkt man hier auch. Es ist also folgerichtig, dass das Impericon Leipzig ein bisschen das Aushängeschild der Impericon Fest ist. Empfehlung geht raus für alle, die auf Gebrüll, Geballer und Gedresch stehen. Es ist ein tolles Festival für alle Fans von harter Mucke und ein schöner Treffpunkt für die Szene. Wart ihr schon mal auf dem Impericon Festival in Leipzig oder andere Impericon Festivals? Stimmt ihr mir zu oder habt ihr andere Meinungen? Habt ihr Fragen zum Festival? Schreibt all das in die Kommentare. Zeigt das Video gern euren Freunden, mit denen ihr nächstes Jahr zum Impericon gehen wollt. Checkt auch unsere Reviews zu anderen Festivals aus und abonniert den Pit Report, um weitere News, Reviews und Berichte rund um die Live-Branche nicht mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Pit.